Wie viel kostet Königsberg heim in die Republik zu holen? Die russische Staatsduma ist sehr fleißig, berät und verabschiedet Gesetze am laufenden Band, wie die Meldungen der russischen Medien am heutigen Dienstag zeigen. So wurde auch das Gesetz über den Schutz des russischen Territoriums in zweiter Lesung angenommen. Wer zukünftig in Wort, Schrift oder Bild mit oder ohne Hilfe von Massenmedien und Sozialnetzwerken den herrschenden Status quo zum Territorium der Russischen Föderation verändern will oder dazu aufruft, wird als Extremist eingestuft und entsprechend den Bestimmungen des Strafgesetzbuches Extremismus zur Verantwortung gezogen. Der Gesetzgeber unterscheidet bei der Beurteilung der Straftat zwischen Erst- und Wiederholungstäter. Für Ersttäter gilt das Verwaltungsstrafrecht. Dieses legt folgende Strafen fest: Privatpersonen von 30 bis 60.000 Rubel, offizielle Personen von 60 bis 100.000 Rubel, juristische Personen von 200 bis 300.000 Rubel. Ставлю на голосование. Кто за? Единогласно. Werden Aufrufe zur Veränderung der Status quo mit Hilfe von Massenmedien und sozialen Netzwerken verbreitet, erhöhen sich die angedrohten Strafen für Ersttäter. Privatpersonen von 70 bis 100.000 Rubel, offizielle Personen von 100 bis 200.000 Rubel, juristische Personen von 300 bis 500.000 Rubel. Последнюю тебе предостерегу делаю. Für Wiederholungstäter. Als Wiederholungstäter gelten die, die innerhalb eines Jahres mindestens zweimal zu Änderungen des Status quo aufrufen, gilt das russische Strafrecht mit Strafen zwischen 200 bis 400.000 Rubel oder Freiheitsentzug bis zu 10 Jahren. Bereits jetzt erfolgte zahlreiche Kommentare in deutschsprachigen Sozialnetzwerken zur neuen russischen Gesetzgebung zeigen die Überheblichkeit von deutschen Bürgern in Bezug auf die Souveränität der Russischen Föderation. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Personenkreis trotzdem für sich persönlich die richtigen Schlussfolgerungen zieht und nicht versucht, die Umsetzung der russischen Gesetzgebung in der Praxis durch Einreise zum Beispiel nach Kaliningrad zu testen. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй.